Spitzenspiel am Freitagabend in der Landesliga Südost. Der FC Unterföhring ist zu Gast beim TSV Eintracht Karlsfeld und der TSV-Trainer rechnet heute mit einem Gegner, der nur so vor Selbstvertrauen strotzt. Denn die Unterföhringer schossen am letzten Wochenende ersatzgeschwächte Kirchheimer mit 10:1 aus dem heimischen Stadion und er hier erzielte dabei direkt einen Hattrick. Robin Volland, Bruder von Profi Kevin Volland, dieses Jahr erst zum FCU gewechselt, scheint sich also gut eingefunden zu haben. Auf der anderen Seite die Karlsfelder. Mit 16 von 18 möglichen Punkten stehen sie verdient an der Tabellenspitze der Landesliga Südost, sind zwar laut Trainer Stangl noch nicht am Leistungslimit angelangt, wollen aber in diesem Topspiel die beste Leistung abrufen. Rein geht es in diese Partie am 7. Spieltag. Unterföhring in Schwarz beginnt von links nach rechts. Die Gäste auch direkt mit dem ersten Vorstoß. Über Volland chippt ihn direkt weiter auf Fischer. Die erste gute Möglichkeit für den ehemaligen Bayern-2-Spieler. Karlsfeld heute wieder erstarkt mit 4 Rückkehrern, darunter ist auch ihr Topscorer Pascal Sattelberger, kommen aber eher schwer in diese Partie. Ettenberger mit dem Fehler, Volland aufmerksam und nimmt sich einfach mal ein Herz. Was für ein Traumtor, keine 4 Minuten gespielt, fackelt nicht lang und erzielt seinen 4. Saisontreffer. Langes Training der linken Klebe mit seinem Bruder hat sich also ausgezahlt. Absolut keine Chance für Keeper Krüger bei diesem Gewaltschuss. Wie reagiert Karlsfeld auf diesen frühen Schock? Lange passiert nichts, dann melden sich die Gäste nochmal kurz vor der Pause. Mangasaros bekommt den Ball, kurzes Tänzchen und bringt ihn einfach mal Richtung Volland. Doch der wird gelegt von Lorbeer und Schiedsrichter Meixner zeigt sofort auf den Punkt. Die Karlsfelder diskutieren noch, aber der Unparteiische ist sich absolut sicher und meiner Meinung nach kann man den geben. Lorbeer kreuzt hier den Weg von Volland und erwischt ihn klar unten am Bein. Fischer übernimmt die Verantwortung. Und wie lässig macht der das denn bitte? Mit einem Panenka-Elfmeter erhöht er hier auf 0:2, 3 Minuten vor der Pause. Und diesen Chip-Elfmeter muss man sich auch erst einmal zutrauen bei so einem Spitzenspiel. Denn Unterföhring könnte heute mit einem Sieg auf 3 Punkte heranrücken an den TSV. Mit dieser komfortablen Führung für die Gäste geht es dann in die Pause. Und der Letztjahresneunte der Landesliga kommt wie die Feuerwehr aus der Kabine geschossen. Der aktive Fischer legt nochmal quer für Volland. Doch der erwischt den Ball mit seinem schwächeren Rechten nicht optimal. Die anschließende Ecke, getreten von Fischer, der Ball rutscht durch und am Ende wartet wieder Volland. 0:3, ja was ist denn hier los? Der erneute Nackenschlag für die Karlsfelder, diesmal kurz nach der Pause. Volland wird hier am zweiten Pfosten komplett vergessen und bei so einer Möglichkeit lässt sich der Vollblutstürmer nicht zweimal bitten. Doch die Karlsfelder stecken nicht auf. Es geht über Sattelberger, ist nicht zu stoppen und dem darfst du vor dem Strafraum nicht so viel Freiraum geben. Der 1:3 Anschlusstreffer durch den ehemaligen Freiburger. Beim letzten Aufeinandertreffen drehten die Karlsfelder ja einen 0:2 Rückstand in ein 5:2. Geht das heute auch bei einem 0:3? Die Jungs von Trainer Zimekic haben aber was dagegen. Kapitän Faber, Krüger mit der Parade, doch da steht Fischer goldrichtig. Das 1:4. Fischer mit dem richtigen Riecher im Strafraum hat er wohl von seinem ehemaligen Co-Trainer bei Bayern 2 gelernt, einem gewissen Gerd Müller. Die Jungs aus dem Nordosten Münchens haben aber noch nicht genug. Der Torhunger ist noch nicht gestillt. Das ist Arkadaş und der kann es auch aus der Distanz. 1:5, das ist jetzt schon sehr deutlich. Keine 4 Minuten nach dem 1:4 legen die Unterföhringer noch einen drauf. Arkadaş hat hier alle Zeit der Welt und lässt Torwart Krüger keine Chance. Dann ist Schluss in Karlsfeld. Der FC Unterföhring gewinnt hochverdient dieses Spitzenspiel und rückt auf 3 Punkte an Karlsfeld heran. Der Mann dieser Partie nochmal mit einer kleinen Zusammenfassung bei uns am Mikrofon. Ja, ich glaube, die haben die erste Halbzeit brutal gemacht. Also haben wir
einfach zur richtigen Zeit, glaube ich, auch die Tore gemacht und haben eigentlich Karsfeld gar nicht so richtig ins Spiel kommen lassen. Aber du siehst ja dann selber, selbst wenn man 3-0 führt und du spielst dann gegen so eine Top-Mannschaft und die machen einen Anschlusstreffer, wie schnell es dann einfach geht, dass du dann wieder unter Druck kommst. Und dann ist halt so ein Lucky Punch dann zum 4-1, glaube ich, das Entscheidende. Und dann hinten raus auf jeden Fall verdient gewonnen, glaube ich, weil wir einfach viel mehr investiert haben, viele Zweikämpfe im Zentrum geführt haben. Die wussten gar nicht, wohin damit. Und wir haben es einfach auch vorne auch gut ausgespielt. Und ich glaube, das ist gerade der Lauf, den wir haben. Und ja, da sitzt dann halt auch jedes Ding dann. Dem ist dann analysetechnisch nichts mehr hinzuzufügen. Am nächsten Spieltag trifft der FCU dann auf die Spielvereinigung aus Landshut. Karlsfeld muss zum Aufsteiger nach Bruntal.